Es spricht alles dafür, dass man in Europa die Lampen ausgehen lassen wird und dass man einen wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen, psychologischen Schaden der Superlative anrichten will. Es zeigt alles auf Bürgerkrieg. Es ist alles feinjustiert worden, es ist ergänzt worden. Insofern ist mit Gewissheit zu erwarten, dass es wiederkommen wird und noch gewaltiger. Das ist ein Teil dieser tragischen Falle. Um in der Gesellschaft überleben zu können, muss ich fortwährend gegen meine biologische Gesundheit und meine psychische Gesundheit handeln, dass es lediglich ein Ordnungssystem für Untertanen ist und sonst nichts. Das sind keine Wissenschaftler mehr, sondern es sind Nachquatscher, die letztendlich nach der Pfeife dessen tanzen, der ihre Forschungen bezahlt. Europa wird auch ein großer Ableger des chinesischen Modells werden. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist Sören Schumann und ich interviewe heute Uli Mohr. Und wir sprechen ja über die Geschehnisse der jüngeren Vergangenheit, und auch ja, an welchem Punkt wir uns gerade befinden, was vielleicht noch in Zukunft so ansteht und was es da für ja, Sichtweisen darauf gibt, beziehungsweise auch für Lösungsmöglichkeiten, für Handlungsoptionen für die Leute, die ja, die offen dafür sind oder die auch das Gefühl haben, gut, da geht vielleicht nicht immer alles mit rechten Dingen zu. Und ja, der Uli ist Arzt, Buchautor und ja, auch sozusagen der Wiederentdecker der Wissenschaft der Einfachheit, also der Symplonik. Und ja, Uli, was sollte man noch zu dir wissen, bevor wir gleich loslegen? Also zwei Dinge fallen mir vielleicht als interessant und wissenswert noch ein. Zum einen diese Wissenschaft von der Einfachheit, also so habe ich das halt genannt, aber es ist bekannt ursprünglich an sich als Grundlagenwissenschaft. So etwas gab es mal lange, lange Zeit und war noch eine Verbindung aus Wissenschaft und Philosophie. Was ich für sehr wichtig halte, sonst hätte ich mich ja nicht aufgemacht, das wiederzubeleben, weil sich ja nicht die Frage, so ist das heute leider geworden, nur der Machbarkeit stellt, was technisch machbar ist, das machen wir, auch wenn es gröbster Unfug ist und dem Menschen nicht dient, wie zum Beispiel KI und Transhumanismus, sondern erstmal die Frage zu stellen, bevor man beginnt, ein beobachtetes Naturphänomen technisch sachlich für die moderne Gesellschaft nutzbar zu machen, ob es dem Menschen und der Bereicherung seines Lebens dient oder nicht. Und dann erst sollte man auf der Grundlage echter naturgesetzlicher Kenntnisse, die leider auch in der Wissenschaft verloren gegangen ist, Wissenschaft ist heute im Wesentlichen Propaganda, ich denke, das wird auch heute ein Teil unseres Themas sein. Das sind keine Wissenschaftler mehr, sondern es sind Nachquatscher, die letztendlich nach der Pfeife dessen tanzen, der ihre Forschungen bezahlt. Also man muss einfach den Wissenschaftsbetrieb studieren. Als ich damals meine Doktorarbeit geschrieben habe, hatte ich die ersten enttäuschenden Erfahrungen, die haben mein Leben bis zum heutigen Tage geprägt. Also das sollte man vielleicht noch wissen. Und dann auch noch den Umstand, dass ich jetzt seit knapp 40 Jahren mich schwerpunktmäßig mit den angeblich unheilbaren Erkrankungen befasse und in Tausenden von Fällen nachgewiesen habe, und zwar nicht als Therapeut, nur wenige Jahre als Therapeut, über 30 Jahre als Lehrer, Lehrender, der den Weg zur Selbstheilung erklärt, vermittelt, also gangbar macht auf sehr einfache Art und Weise, auf der Basis einfach verständlicher Zusammenhänge mit vorhersagbaren Ergebnissen, wenn man es dann nur tut. Und in dieser Deutlichkeit habe ich nur selten bisher darüber gesprochen. Die Frage der Heilbarkeit all dessen, was angeblich unheilbar ist, stellt sich nicht. Man muss nur wissen, wie man eine Selbstheilung und was anderes gibt es nicht anbahnen kann. Das ist sozusagen mein Haupttätigkeitsgebiet für lange, lange Zeit gewesen. Und erfreulicherweise, wir bewegen uns ja leider meist bisher nur, wenn wir Probleme haben, sprich eine Krankheit. Es gibt immer mehr, was mich sehr erfreut in den letzten Jahren, die sich mit der Gesunderhaltung befassen. Was du ja auch mit deinem Tun, so wie ich das bisher kenne, anzuregen suchst. Also nicht erst zu warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern intelligente Maßnahmen zu ergreifen, Bewusstsein zu entwickeln, um gesund zu bleiben oder zumindest so stabil, dass man nicht einem
massenhaft verbreiteten Burnout zum Opfer fällt, das wäre noch fast harmlos, sondern diesen ganzen Langzeiterkrankungen, die seit 200 Jahren nachweislich von Jahr zu Jahr immer mehr zunehmen. Okay, dann lass uns doch mal einsteigen in das Thema. Und zwar würde ich dich gern fragen, wie du in möglichst wenigen Sätzen, ich weiß, das ist eine Herausforderung für dich, In der Tat. so die letzten 3 Jahre und die Phänomene, die da abgelaufen sind, ja, wie würdest du das aus heutiger Sicht interpretieren und zusammenfassen? Ja, also ich habe darauf gewartet, dass so etwas passiert, aus rein psychologischer Sicht. Wenn wir über das Zeitfenster öffnen und die gesellschaftliche Entwicklung von einer noch rein religiös geprägten Zeit, auch einer religiös geprägten Öffentlichkeit, öffentlichem Leben bis vor wenigen Jahrzehnten an sich, bis zum heutigen Tage schaut, in dem es praktisch, wir uns in der Auflösung aller moralisch-ethischen und sogar religiösen Werte befinden, was ich keineswegs falsch, sondern sehr sinnvoll finde, nur nicht in die Richtung, in die es geht, dann war zu erwarten, dass es um eine Maximierung der Kontrolle und um eine Maximierung der Abhängigkeit geht. Und es war an sich nur die Frage, auf welche Weise das geschehen wird. Ja, und wenn wir parallel zu den letzten Jahrzehnten Entwicklungen der Computerhochtechnologie als Referenz nehmen, dann sehen wir, dass alles, jede Gesetzgebung, die juristische Sprachwortwahl, juristische Sprache und Wortwahl, dass alles das in die Richtung tendiert, Identität aufzulösen, ein kollektives Massenbewusstsein zu erzeugen. Da ist China, sind überhaupt der asiatische Raum eine exzellente Vorlage. Und diese gleichgeschalteten Massen, gleichgeschaltete Meinung, aktuelle Gesetzgebung, in Anführungszeichen ist ja keine Gesetzgebung, die EU regiert in Anführungszeichen über Verordnungen. Da muss man halt ein bisschen auf den juristischen Sprachgebrauch achten. Gesetz ist was anderes. Sie hat keine Legitimation, deshalb regiert sie über Verordnungen, übersetzt durch. Und alles, was wir erleben, zielt eben darauf ab, die Meinungen gleichzuschalten, ein bis hinein in die Regelung von YouTube, von Google, mit Google, von den Zensuren, die bereits schon bei der Auswahl der Worte für die Suchmaschine zum Teil stattfinden. Wohlgemerkt immer in Orientierung, dort ist es am weitesten entwickelt, würde ich sagen, im chinesischen Modell. Europa wird auch ein großer Ableger des chinesischen Modells werden. Das habe ich zum ersten Mal vor 30 Jahren von einem Sägewerksbesitzer ausgerechnet erfahren in Oberbayern. Der hat mich zum ersten Mal dafür sensibilisiert, dass das Aufkaufen Europas vor Jahrzehnten schon begann. Und dann dazu eben die technologischen Hilfsmittel. Und ein Stichwort vielleicht noch, was man leicht in der Suchmaschine eingeben und Orientierung finden kann, wo die Reise hingeht, die Uiguren, eine Minderheit in China, die dieser Totalkontrolle, die sogar das Schrittmuster der Passanten auf dem Bürgersteig überwacht, um sicherzugehen, dass da keiner aufsässig wird und in dunkle Ränke spinnt. Alles das zeigt, wo die Reise hingeht. Und Europa mit den Ereignissen rund um die von der WHO ausgerufene Pandemie zeigt, dass man dieses Thema. Bräuchten gar nicht darüber zu sprechen, ob es nun Viren gibt oder nicht, Corona gibt oder nicht. Das ist vollkommen nebensächlich. Wir müssen uns an sich nur mit den Effekten befassen. Es hätte genauso gut irgendein anderer Auslöser sein können. Entscheidend ist nur, dass man eine Legitimation dafür findet, Kontrolle zu maximieren und Abhängigkeit zu maximieren. So. Und da brauchen wir überhaupt keine Fantasie, damit schließt sich der Kreis, der Blick nach China und ähnliche Modelle, die sehr viel weiter fortgeschritten, die schon perfektioniert sind, würde ich sagen, technisch wie auch psychologisch. Diese Beispiele zeigen, worauf der gesamte Verlauf der letzten 3 Jahre abzielt. Und dann fassen wir den Rahmen noch ein bisschen größer, dann sind wir bei der
Begründung einer KI-Religion woanders als im Silicon Valley bietet es sich an, das entstehen zu lassen. Die hat starken Zulauf. Der Mensch als Person, als domestiziertes Gesellschaftsmitglied ist hochgradig verängstigt, hat Angst vor Auflösung, Auslöschung, hat Angst vor dem Tod und schiebt deshalb jede Auseinandersetzung mit der Endlichkeit dieses körperlichen Daseins so weit vor sich her, dass er sich psychologisch, das ist ein Drama, das findet man in der Sterbeforschung ganz oft, für unsterblich hält bis zu dem Zeitpunkt, in dem der Tod tatsächlich anklopft. Und in der Zeit, in der ich im Krankenhaus gearbeitet habe, und ich bin ja auch Notarzt gefahren, habe ich viele dieser Grenzerfahrungen mehr oder weniger intensiv und ausgedehnt mitbekommen. In dieser finalen Phase bricht diese Todesangst heraus, die nur mühsam ein Leben lang unterdrückt wird. Und an der Stelle dockt halt das System an und verspricht Sicherheit. So, das ist das, was wir auch in den letzten 3, 4 Jahren erlebt haben. Die Massen beugen sich, weil sie glauben, dass sie vor dieser unsichtbaren Gefahr durch die ergriffenen Maßnahmen geschützt werden. Ja, ob das Chemikalien sind oder ob das Ausgangsbeschränkungen sind. Das ist dem Durchschnittsbürger vollkommen wurscht. Hauptsache, die Parole und das Versprechen lautet: Ich mache damit dein Leben sicherer. Du musst dich nicht fürchten. Sterben wirst du irgendwann, aber darüber reden wir jetzt nicht. So, und der Transhumanismus als Teil dieser KI-Religion ist damit natürlich hochattraktiv, weil der Mensch als Person sich ohnehin auf sein körperliches Dasein reduziert. Und wenn man den Körper nun austauschen kann gegen eine Maschine, die beliebig reparierbar ist, reparabel ist und endlos funktionsfähig und außerdem nicht diese körperlichen Zipperlein, körperliche Beschwerden entwickelt, die auch nicht so schwächlich ist, die man auch vom Hochhaus schmeißen kann und immer noch reparieren kann. Das ist eine sehr komfortable Vision für einen Durchschnittsbürger, die ihm unbewusst suggeriert, dass er damit dem Tod ein Schnippchen schlagen könnte. Unsterblich in der Maschine. Ray Kurzweil, einer der Vordenker, glaube ich, von Google ist das, der hatte ja auch diese Perspektive 2045, 2045 Unsterblichkeit in der Maschine in Aussicht gestellt. Und ein guter Bekannter von mir, ein Informatiker, Ingenieur, Elektroingenieur, arbeitet im Kern des Wahnsinns in der Entwicklung von 5G- und 6G-Technologien, bei einem der ganz großen weltweiten Entwickler. Und der hatte mir mal eines Tages gar nicht gesagt, sondern erst mal geschickt, das Konzeptpapier 2030 für 6G geschickt. Und dort finden wir bereits die technologische Umsetzung in Form eines Avatars, mit dem wir reisen können, eines Hologramms. Mit dem Versprechen, dass man elektronisch auch Emotionen und Gefühle, ist übrigens etwas, was in der Psychologie nicht unterschieden wird, weshalb die Psychologie auch im Tal der Ahnungslosen herumirrt. Emotionen und Gefühle muss man klar trennen, sonst versteht man weder den Menschen noch den Mensch als Person. Und 6G verspricht also auch Emotionen und Gefühle transportieren zu können. Das heißt, du musst gar nicht mehr reisen. Und dann sind wir bei den Science-Fiction, die ja auf Spur gesetzt in diesem Konglomerat von Pentagon und Hollywood, die Fantasie der Massen manipuliert. Und dann sind wir bei Filmen wie Ready Player One oder Surrogates mit, wie heißt er? Den Schauspieler, bekannter Schauspieler Bruce Willis. Ja, du liegst dann halt so als halb vergammelter, verrotteter Restkörper irgendwo in einem Sensorenstuhl herum oder liegst mit einem Sensorenanzug auf einer Liege und dein Avatar bewegt sich da draußen irgendwo. Das ist 6G, das ist 2030. 5G ist schon Wirklichkeit und das, was 5G können wird, flächendeckend, das ist etwas, was bis vor wenigen Jahren noch gar nicht vorstellbar war. Also, wir sind mittendrin und es ist klar, wo die Reise hingeht. Und alles, was in den letzten 4 Jahren passiert ist, schafft die Voraussetzungen. Bloß nichts mehr anfassen, bloß distanzieren, maximale Vereinzelung, nicht mehr aus dem Haus gehen, gar nicht mehr aus dem Haus gehen wollen. Ja, was man ja auch, da hat man ja auch erschreckende Bilder aus China gesehen. Also was da los war, das hatte nicht mehr viel mit Mensch oder Menschlichkeit
zu tun oder mit Menschsein. Definitiv, ja. Im Gegenteil, also das war ja komplett, da war, dagegen war es ja hier teilweise noch harmlos. Und aber du hast gesagt, sowas soll quasi hier auch umgesetzt werden. Vorstufen wurden bereits umgesetzt. Du hast auch schon in einem anderen Interview gesagt, glaube ich, dass man durch diese Traumatisierung, die da auch stattfinden, quasi immer weitergehen kann, sozusagen. Man gewöhnt sich dran und man kann immer den nächsten Schritt weitergehen. Vielleicht gibt man mal einen zurück, dann wieder zwei vor. Das Das. ist ganz wichtig, was du gerade sagst, Sören. Dieses Zurück und Vor, auch dazu gibt es ein ganz interessantes, es ist kein Konzeptpapier, sondern es ist an sich eine Anleitung. Eine exakte Übertragung aller Gesetze, die man in der Elektrizitätslehre kennt, also Ohmsches Gesetz beispielsweise, Gesetz vom Widerstand und dergleichen, über die Konzeption von Schaltkreisen und deren Prüfung. Man kann wirklich, also ein hochinteressantes Büchlein, hat mir auch derselbe besagte gute Bekannte zugespielt. Man kann eins zu eins alles, was man in der Elektrizitätslehre zur Anwendung bringt, über die Funktion von Schaltkreisen, Platinen, Aufbau von Computern, kann man eins zu eins auf Menschen, auf Massengesellschaften übertragen. Man muss und kann. Das ist so einfach, dass es erstmal unvorstellbar erscheint, einfach nur den Begriff Elektron gegen Gesellschaftsteilnehmer austauschen. Ich sage bewusst Gesellschaftsteilnehmer. Das ist für mich aus psychologischer Sicht die natürliche Person, zu der wir domestiziert, gebildet, geformt wurden. Als natürliche, beseelte Lebewesen nehmen wir an solchen Massengesellschaften überhaupt nicht teil, weil wir eine ganz andere Interessenlage haben und keine Versicherungen brauchen, sondern uns eigenständig, kompetent versorgen können und auch nicht in der Angst leben, ständig irgendeine Leistung des Staates, des Systems zu brauchen, damit das Leben weitergeht. Das ist übrigens Teil eines Projektes, was wir als Alltagsbegleitung einmal im Jahr anbieten, das im Alltag Schritt für Schritt zu entwickeln. Also, Also, dass man im Alltag nicht in diesem, sich in diesen Strom reinziehen lässt, sondern selber quasi ja eigenverantwortlich und als Mensch entscheiden, handeln, leben ganz kann. genau. Also, dass man praktisch alle die vom System kommenden Maßnahmen und Empfehlungen, alle vom System geweckten Ängste auf einer sehr einfachen Grundlage naturgesetzlich prüft. So wie jeder Physiker, Chemiker auch bestimmte Voraussetzungen für einen Versuch und dessen Ausgang prüft. Und genau das Gleiche können wir mit jeder einzelnen Situation, mit jeder anstehenden Entscheidung in unserem täglichen Leben tun. Und auf diese Art und Weise finden wir dann recht schnell heraus, ob angebotene Maßnahmen für uns attraktiv sind oder nicht, ob sie uns tiefer ins System ziehen, tiefer in die Ängste, tiefer in die Abhängigkeit, auch tiefer in Krankheiten. Es gibt viele Angebote der Schulmedizin, die nachweislich nach schulmedizinischen Studien immer kränker machen. Es gibt zum Beispiel eine ganz, ganz einfache Regel, über die sprechen Ärzte und erst recht Leiter von ehemalige Chefärzte, Leiter von Kliniken erst nach der Pensionierung. Und diese Regel lautet ganz einfach und sie ist weltweit vielfach bestätigt, an sich durchgehend bestätigt. Je mehr Ärzte, umso mehr Krankheiten. Je mehr Ärzte, umso mehr Tote. Und je mehr Krankenhäuser, gilt das Gleiche nur noch mal in potenzierter Form. Also überall dort, wo ein Krankenhaus eröffnet wird, wo eine Praxis eröffnet wird, steigt die Zahl der Erkrankten. Es gibt eine zweite grundsätzliche Erkenntnis, nicht Regel, sondern Erkenntnis, mit jeder weiteren erfundenen Vorsorgeuntersuchung steigt die Zahl der Erkrankten. Und insofern ist das alles sehr sorgfältig zu prüfen. Viele der Angebote saugen regelrecht in das System rein und erzeugen immer mehr Probleme, als man vorher ohnehin schon hatte. Und die Schulmedizin zum Beispiel verspricht ja, also sie ist ja ehrlich, also es gibt überhaupt keinen Grund, die Schulmedizin in Gesamtheit zu kritisieren. Sie behauptet an keiner Stelle, dass sie eine Heilung anbahnen könnte, sondern sie spricht lediglich vom Beherrschen von Symptomen und von der Steuerung einer vorhandenen Störung, von der man grundsätzlich nie, nicht in einem einzigen Falle weiß, woher sie kommt.
Aus Und selbst das schulmedizinischer Sicht, meinst aus du? schulmedizinischer Sicht, das ist aber genauso, gilt eins zu eins für die Alternativmedizin. Das ist kein bisschen anders. Das ist so das kleine Mädchen, das kleine Kind der Schulmedizin. Es ist nicht umsonst so, dass in dem einzigen Land der Welt, in dem es Heilpraktiker gibt, meines Wissens in Deutschland, die ja auch möglicherweise sogar abgeschafft werden sollen, die Heilpraktiker eine kleine schulmedizinische Ausbildung machen müssen. Die lernen ja in der Heilpraktikerschule sehr wenig an sich über echte Alternativmedizin. Das müssen Sie sich selber aneignen, so wie ich das auch während des schulmedizinischen Studiums machen musste, weil es überhaupt keine Möglichkeiten gab, sich ein bisschen intelligenter, vernetzter mit dem Körper zu befassen. Und insofern ist das ist auch die Alternativmedizin in der gleichen Form zu betrachten. Es gibt kein Verständnis, es gibt keine Heilung. Wenn Heilungen eintreten, sind sie nicht durch den Therapeuten initiiert, sondern sie passieren aufgrund ganz anderer Zusammenhänge, über die wir mal bei Gelegenheit sprechen können, aber die definitiv den Therapeuten gleich welcher Couleur unbekannt sind. Das kann ich mit einer praktisch hundertprozentigen Gewissheit nach 40 Jahren und zigtausenden Erfahrungen sagen. Okay. Ich würde jetzt probieren, das mal kurz zusammenzufassen, nachdem ich hatte dich gefragt in wenigen Sätzen, aber probier es Ach noch so, runterzubrechen. Ja, das es war ist das. jetzt. Also, es war nicht, ist nicht zufällig passiert, diese Phänomene, die wir erlebt haben. Das hatte sich vorher schon angedeutet. Die Frage war nur, wann, Wann und wie, genau. wie, aber das Ziel war eigentlich auch schon klar sozusagen. Also, in welche Richtung sich das Ja, grob bewegt. ja. Das war eigentlich auch schon mehr oder weniger klar. Dass es grundsätzlich, das haben wir auch schon in anderen Gesprächen ausführlicher beleuchtet, darum geht, Richtung Transhumanismus, Richtung Kontrolle, Überwachung, Richtung immer mehr vom Mensch zur Person. Darüber haben wir, glaube ich, sogar mal ein ganzes Video gemacht. Diese Unterschiede. Also einfach weg vom Menschsein hin zur, du sagst, also du verwendest ein Wort Weisungsempfänger und davor noch ein Adjektiv. Wie, Abhängiger Weisungsempfänger. genau, hin Ja. zum abhängigen Weisungsempfänger. Oder auch vielleicht sogar noch verstärkt, das ist ja sachlich auch korrekt, also losgelöst von der Gesellschaft wären wir ein orientierungsloser, überlebensunfähiger Weisungsempfänger. Denn Okay. ohne von mir aus den Bioladen um die Ecke oder den Bauern um die Ecke würden die allermeisten sterben. Auch dafür gibt es klare Referenzen. Ja, und diese Entwicklung, die wir jetzt erlebt haben, die war vorher schon da. Dann hatten wir die letzte, also wenn wir das jetzt, sagen wir mal, das ist ein Marathon, dann hatten wir zwischendrin jetzt nochmal so einen Sprint für ein paar Ja. Jahre, Ja, sozusagen. also die letzten 3 Jahre waren definitiv Endspurt. Das ist Endspurt gewesen. Endspurt, das heißt, Endspurt heißt ja, es ist dann bald vorbei, sozusagen. Ja, bald. Also Oder Zwischensport. ich schätze, ich mag mich nicht einreihen in diese ganzen Katastrophenpropheten, die seit Jahrzehnten ihre Quoten damit machen, dass sie dir erklären, dass am 25. des nächsten Monats die Welt zusammenbricht, Jahr 2000, Computer kollabieren, die moderne Welt bricht zusammen, 2012 Armageddon. Das ließe sich ja endlos fortsetzen. Das halte ich alles für eine sehr fragwürdige Geschichte. Das weiß niemand, außer diejenigen, die es konkret planen. Dass das alles konkret geplant ist, das lässt sich nachweisen. Dass das exakt terminiert ist, dass alles am Reißbrett entwickelt wird, dass der Erste, Zweite Weltkrieg, gigantische Geschehen, punktgenau geplant waren. Das stand auch schon vorher fest, wer gewinnt und wer verliert. Nicht jede einzelne Schlacht, nicht jedes einzelne Gemetzel, aber die großen Linien sind da und das ist geschichtlich ganz, ganz leicht zu überprüfen. Also es dauert keine halbe Stunde, dann ist die bisherige Geschichtsschreibung komplett vom Tisch. Und insofern gibt es aber auch das finde ich uninteressant, wer das ist und wann die das gemacht haben und wie lange die das schon machen. Das ist so ein Zeitfresser, das ist ein schwarzes Loch, in das man hineinfällt, wenn man anfängt, sich mit dieser Art von Geschichte zu befassen. Ich bin da strikt pragmatisch. Mich interessieren nur die Auswirkungen. Und die Auswirkungen bis hin zu diesem Sprint der letzten 3 Jahre, die können wir sehr gut studieren. Und damit haben wir unsere Orientierung. Und noch, glaube ich, ganz wichtig ist, wenn wir jetzt bei Sprint und Marathon und Endspurt bleiben,
Der Endspurt ist nicht ab, also wir sind noch im Endspurt. Wir Nicht, sind im es war ein Endspurt, Endspurt und jetzt ist ja. irgendwas anderes, sondern wir sind im Endspurt. Ja, also ich gehe davon aus, und das ist wieder eine Einschätzung aus meiner psychologisch-psychotherapeutischen Erfahrung. Wenn ich eine Gesellschaft komplett neu erschaffen will, so wie man das auch 1945 gemacht hat, ja, man hat vor allen Dingen das deutsche Kerngebiet, Reste des Deutschen Reiches, das war ja schon damals erheblich verkleinert. Das hat man völkerrechtswidrig in Schutt und Asche gelegt, mit Massenbombardierungen der Zivilbevölkerung. Das widerspricht allen Regeln einer juristisch korrekten, völkerrechtlich korrekten Kriegsführung. Und das hat die Möglichkeit geschaffen, dazu gibt es auch ausgezeichnete Literatur, die auch Zeitgeist wiedergibt. Ab 1945 hat man das sogenannte Selbstbewusstsein, Selbstverständnis der deutschen Bevölkerung komplett neu aufgebaut auf einem Schuldkomplex und auf der Tatsache, dass sie die großen Verlierer waren. Damals hätte man übrigens schon nachdenklich werden müssen, spätestens mit dem Eintritt des Wirtschaftswunders, wieso man ausgerechnet die Verlierer wirtschaftlich so pusht. Da wäre man wach gewesen. Wäre es ein leichtes gewesen zu erkennen, dass hier die Sau zum letzten Mal gemästet wird, um dann jetzt in dem Endspurt zur Schlachtbank geführt zu werden, zum letzten Mal. Und das ist auch ein ganz einfacher Vergleich. Ich habe ja viele Kontakte in verschiedenste europäische Länder. Und es gab und gibt selbst bis zum heutigen Tage noch kein europäisches Land auf der Siegerseite, Frankreich, England, selbst in den USA, wo die Durchschnittsbevölkerung für ein paar Jahrzehnte auf einem so hohen Niveau lebte wie in Deutschland. Das ist vollkommen widersinnig. Das erklärt sich erst jetzt, wo Du Schlachtfest meinst, ist. hier ist die Lebensqualität so gut, um verschiedene Sachen auch durchzusetzen, sozusagen. Die politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Lebensqualität in Deutschland ist in den Jahrzehnten seit dem Wirtschaftswunder bis knapp zum heutigen Tage nirgendwo höher gewesen als in Deutschland, also im Europäischen, bezogen auf Europa und bezogen auf die Siegermächte. Nirgendwo, nur annähernd so hoch. Ein hochleistungsfähiger Wirtschaftsstandort mit einer exzellenten Logistik, mit weltweit höchstem Ansehen, trotz des verlorenen Krieges, trotz des Schuldkomplexes in Verbindung mit dem kommunizierten, ganz vorsichtig zu sagen, Holocaust. Und das ist auffällig. Da hätte schon klar werden müssen, und da braucht es wirklich nicht viel weitere Informationen, dass das einen bestimmten Zweck verfolgt, den wir gerade erleben. Ja, und die paar Billionen, etwas so gehässig salopp gesagt, die jetzt Corona zusätzlich an Staatsschulden erzeugt hat, die ja letztendlich Schulden der Bevölkerung sind. Das wird ja lediglich von den Politikern verplempert. Diese Billionen Schulden sind gegenüber den wirklichen Schulden der BRD gar nicht so eklatant, wie man das vielleicht annimmt. Denn die realen Schulden sind sehr, sehr, sehr viel höher als das, was offiziell für Deutschland behauptet wird. So, und das wird halt jetzt demnächst abgeräumt. Ich habe ein bisschen tiefer mich hineingelesen in das Thema Lastenausgleich, Vermögensabgabe. Wie war das damals nach Kriegsende? Und wie hat man dieses Gesetz jetzt geändert für das Abgreifen dieser Vermögensmasse in der Bevölkerung, sprich Immobilien und sonstige Sachwerte und Sparguthaben, was eben alles so aufgelaufen ist, auch vergleichsweise unglaublich viel in Deutschland gemessen an diesen anderen Ländern. Und damit ist klar, wenn man sich damit etwas genauer befasst hat, dass es hier jetzt um das finale Abräumen geht. Und jetzt zurück zu dieser Ausgangsfrage von dir, wie lange wird das wohl noch dauern? 45 war ein Punkt, an dem man die Psyche des Deutschen komplett neu aufgebaut hat. Unterwürfig, mit Schuldkomplex, wir haben alles falsch gemacht. Wir haben den übelsten Diktator vor Putin, neuere politische Doktrin seit ein paar Monaten, den Adolf Hitler, den haben wir
Dem sind wir nachgelaufen und sind damit zu Massenschlechtern geworden, zu dem dunkelsten, haben zum dunkelsten Kapitel der menschlichen Geschichte wesentlich beigetragen. Und dann eben dieser Wiederaufbruch, der dankenswerterweise von den Alliierten gestattet wurde. Das hat also zu einer Hörigkeit geführt, mit der man im Grunde genommen alles mit den Deutschen machen konnte. Das war vorher schon leicht. Es gibt in der Diplomatie, in der internationalen, ein geflügeltes Wort, das besagt mehr oder weniger, gibt dem Deutschen nur eine Parole und dann befolgt er sie, ohne nachzufragen, bis zum letzten Blutstropfen. Das erleben wir auch gerade wieder. Also das, was noch an Restdeutschen unterwegs ist, die Zuwanderung, die hat schon lange, lange, lange vorher begonnen. Die ist Jahrzehnte schon im Gang. Weiß ich auch aus unmittelbaren internen Erfahrungsberichten. Es sind bereits seit Kriegsende über 40 Millionen Fremdstämmige nach Deutschland geschleust worden. Als Pseudo-Heimkehrer, ehemalige Aussiedler und so etwas. Und auch Es nicht ohne gab Grund, denke ich mal, sondern. ja die Auflösung der deutschen, der völkischen Identität, war ja damals noch so der Sprachgebrauch. Das war das politische Programm seit 1945. Und damit man das durchsetzen kann, hatte man eine regelrechte, so hat man es damals genannt, Charakterwäsche durchgeführt. Dafür muss man aber jemanden, eine einzelne Person, einen Menschen als einzelne Person, oder auch eine ganze Bevölkerung. Das ist nur ein quantitativer Unterschied. Die Qualität, wie funktioniert das? Das ist das Einzige, was uns interessieren muss. Ich muss jemanden in seiner Persönlichkeit total zerstören. Ich muss ihm komplett seine Identität nehmen. Ich muss ihn hochgradig traumatisieren, bis er an einen Punkt kommt, wo er diese sogenannte posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. So wie man das heute in der modernen Psychologie nennt. Was ja jetzt auch nochmal forciert wurde in dem Endspurt, sozusagen, Ja. letzten Definitiv, Jahre. definitiv. Und zwar mit der ganzen Bevölkerung, dann letztendlich sogar mit dem größten Teil der Menschheit, wie es aussieht. Kann ich nicht überprüfen, aber es scheint so zu sein. Schließlich waren ja diese ganzen ergriffenen Maßnahmen der Freiheitsbeschränkungen wohl weltweit durchgesetzt. Wir haben Bekannte, die Zufällig, sind, natürlich, ja, zufällig. zufällig. Ja, wir haben Bekannte, die sind irgendwo auf der Welt hängen geblieben, zum Teil für ein halbes Jahr und konnten nicht zurück nach Deutschland. Und diesen Punkt haben wir jetzt noch nicht erreicht. Also das ist wie ein, ich würde es als Warmlaufen bezeichnen. Und wir haben diesen Stresstest. So ein Stresstest macht man auch mit elektrischen Schaltkreisen. Man gibt also einen starken Stromimpuls, einen starken Impuls hinein und schaut, wie das System darauf reagiert. Ja, wie gesagt, man kann Elektronen gegen Personen austauschen und kann alle Gesetze der Elektrizitätslehre eins zu eins anwenden auf die Steuerung von Massengesellschaften. Und Massengesellschaft, nochmal zur Verständlichkeit, sind nicht Menschen, nicht viele Menschen, sondern viele Personen. Zur Person, zur Persona, zur Maske, zum Gesellschaftsteilnehmer reduzierte Menschen. Ja. Weitestgehend abgelöst von ihren natürlichen Fähigkeiten, von ihrer natürlichen Intelligenz, von ihrer natürlichen Überlebenskompetenz und komplett abhängig davon, alles irgendwie vom System zu beziehen, aufgeladen mit einer Vielzahl von Ängsten, die völlig irreal sind, aber in dem Rahmen der Gesellschaft gar nicht geprüft werden können. Also das Gegenteil von einem eigenverantwortlichen, intelligenten, autarken, soweit wie möglich Menschen, der sich selber informiert und selber das Gehirn und die Intuition einschaltet. Das hundertprozentige Gegenteil, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass eine Person intelligenzfrei ist. Sie verwendet ihre Intelligenz nur gegen sich und ihr Ja, physisches Überleben. und für andere Zwecke sozusagen. Ein Teil dieser tragischen Falle. Um in der Gesellschaft akzeptiert zu werden und in der Gesellschaft überleben zu können, muss ich fortwährend gegen meine biologische Gesundheit und meine psychische Gesundheit handeln. Ja. Ich habe, das ist eine Filmempfehlung an der Stelle, wurde mir gerade vor ein paar Tagen empfohlen, hatte ich mir vor einigen Tagen abends angeschaut, auf Arte, Arbeit ohne Sinn. Okay. Ausgezeichnet anzuschauen. Ausgezeichnet anzuschauen, weil es das Drama derjenigen zeigt, die an der Basis unter fortwährender Hochspannung als Weisungsempfänger fortwährend gegen ihre Gesundheit und gegen ihr eigenes Überleben arbeiten müssen, damit sie ihren Job behalten,
Damit irgendwo am Ende der Wertschöpfungskette der sogenannte Shareholder, ohne irgendetwas getan zu haben, außer Geld zu geben, den Rahmen abschöpfen kann. Es ist ein uraltes Spiel, es ist Jahrhunderte alt, es ist nur unglaublich schnell und scheinbar modern geworden. Das ist Sklavenhaltung, es ist niemals was anderes gewesen. Ganz kurz noch zu der Doku, ist die eine Stunde 17 ungefähr lang? Dann, Exakt, ja. okay, gut, dann kann das jeder finden, der das jetzt gehört hat, einfach. Und ein weiteres sehr erschütterndes Buch, was ich an der Stelle auch empfehle, einfach zu lesen und geht wirklich unter die Haut. Das ist von dem, zumindest bei den etwas aufgewachteren, der bekannte Wasserforscher Viktor Schauberger gewesen, der das Buch Unsere sinnlose Arbeit geschrieben hat. Sehr einfach, sehr anschaulich und zutiefst erschütternd. Das ist die Bilanz dieser Gesellschaften. Und aus diesem Maximum an Arbeit, an Abhängigkeit mit einem fortwährenden sich selber schwächen und in die Krankheit führen, was das System nicht weiter stört. Denn der Kranke ist ja das Wirtschaftsgut schlechthin in modernen Massengesellschaften. Da muss ich nur auf die Aufschlüsselung des Bruttosozialproduktes schauen. Aus dieser Abhängigkeit heraus kann man in diesem letzten finalen Spurt, der jetzt abläuft, diese psychologische Traumatisierung zum Maximum treiben, denn es gibt für den Gesellschaftsteilnehmer, für die Masse praktisch keine Option mehr. Die sind alle mit Tunnelblick unterwegs und können nach ihrer eigenen Einschätzung nichts anderes mehr tun, als das zu machen, was man ihnen sagt. Und genau darauf zielte das System ab. Wir werden, meine Einschätzung, bis zu dieser Maximaltraumatisierung, die den Aufbau einer komplett neuen Gesellschaftsform gestatten wird, eines komplett neuen persönlichen Selbstverständnisses à la 1945, werden wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre brauchen, denke ich. Und das Programm, was jetzt die letzte Zeit lief, wird auch wahrscheinlich erstmal in der Intensität weitergehen, oder? Das Wobei nehme ich jetzt an. ist ja eher so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen mit Ja, das ist die Situation scheinheilig. jetzt noch, aber es lohnt sich immer, auf parallelen Spuren zu betrachten. Das mache ich seit vielen Jahren. Also was passiert im sichtbaren gesellschaftlichen Leben? Was passiert juristisch? Was passiert pädagogisch? Was passiert psychologisch? Was passiert auch in der Religion? Das ist heute nach wie vor ein Thema, das ist im wenigsten klar. Viele halten sich für aufgeklärt, für überzeugte Atheisten oder Buddhisten oder so etwas. Nein. In der Tiefe greifen die katholisch-vatikanischen religiösen Grundsätze seit Jahrhunderten unverändert. Es ist nur heute unbewusst. Das ist im wenigsten klar. Ja, das ist ein, Sheldrake würde sagen, ein morphogenetisches Feld. Ja, das Gedächtnis, was wir vermeintlich im Gehirn annehmen, das Gedächtnis ist ein Feld, in dem wir uns bewegen, dessen Informationen wir abrufen über innere Antennenfunktionen, über Hohlraumresonanz. Und in diesem Feld ist jahrhundertelang diese Indoktrination gespeichert. In dieses Feld sind wir hineingeboren. Dem entziehen wir uns nicht. Wir können es bewusst werden. Das ist etwas, was wir übrigens auch im Rahmen der Alltagsbegleitung machen. Bewusstheit für die Ausgangssituation zu schaffen. Als was wurde ich geboren, zu was wurde ich geformt und wer oder was bin ich jetzt auf der Grundlage meiner mir unter Umständen sogar großteils unbewussten Glaubenssätze und vor allen Dingen Selbstverurteilungen. Denn erst dann, wenn ich diese Bewusstheit gewonnen habe, kann ich intelligent Probleme lösen und mich Schritt für Schritt aus dieser gesellschaftlichen Umklammerung lösen. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Prinzip, so dass man diese ganzen Zwiebelschichten, die in die man Ja. hineingeboren wurde, quasi mit, Ja. sag ich mal, einem menschlichen Kern oder Ja, genau. ja, vielleicht noch ein anderes Wort, mir fällt gerade kein besseres ein. Und dass Ich man. finde den Begriff gut. Es Okay. ist der menschliche Kern. Der ist ja nicht weg, sondern er ist nur überlagert. Insofern finde ich Kern und Schichten als ein sehr anschauliches Bild. Und diese Schichten, beziehungsweise vielleicht eher sogar Verwebungen, Verstrickungen, dass man das quasi so die Herausforderung oder eine Aufgabe für die Leute, ja, die nicht bei diesem Wahnsinn mitmachen möchten, quasi, dass diese wieder Stück für Stück aufgelöst werden, sozusagen. Ja, Dass dieser Kern mehr nach außen treten kann, sozusagen. genau, dass der befreit werden kann und zur Grundlage der täglichen Entscheidungen wird, und zwar zu gesunden Entscheidungen oder zu gesundheitsförderlichen Entscheidungen. Diese
Diese Freilegung ist letztendlich eine 180 Grad, es kann nicht gegen etwas sein, sondern es ist für etwas sein. Es ist eine 180 Grad Abkehr von dieser gesellschaftlichen Abhängigkeit, verbunden mit der Frage, wie kann ich denn das selber regeln? Oder was muss ich wissen, damit ich das selber regeln kann? Das erforderliche Wissen braucht es natürlich auch. Und so kann ich dann Schritt für Schritt, ohne dass ich damit gegen Wände laufe, ich opponiere ja nicht gegen jemanden, ich schleppe keine Plakate, ich zeichne keine gehässigen Videos auf und lamentiere gegen das System oder beschimpfe Politiker. Das braucht es alles nicht. Das sind Erfüllungsgehilfen des Systems, eines sehr alten Systems, was sehr mächtig ist. Und wenn ich mich gegen das System wende, habe ich immer verloren. Es geht an sich um diese schlichte und fast banal klingende Feststellung, dass ich mich für mich entscheide und mich frage, wie entwickle ich diese Kompetenz, dass ich das bis in die kleinsten Entscheidungen des Alltags für meine Gesundheit, für mein Leben, für meine Lebensfreude selber entwickeln kann. Und wie gesagt, diese Arte-Doku zeigt diese Not der selbst gehobenen Manager, aber immer noch im unteren Drittel einer Unternehmens-, einer Konzernhierarchie, sehr, sehr anschaulich und auch die Aussichtslosigkeit dieser Situation. Die können ja bestenfalls das Unternehmen wechseln und kommen vom Regen in die Traufe. Und wenn sie sich selbstständig machen, kommen sie wieder vom Regen in die Traufe, dann werden sie vielleicht nicht tyrannisiert von einer Menge von Vorgesetzten, sondern sie werden tyrannisiert von DIN- und ISO-Zertifizierungen. Wenn man heute einen einfachen Marktstand auf einen Hubschrauber. Man hört es nicht. Ach, du hörst das gar nicht? Ich habe nichts gehört, nee. Ist ja ein Ding, ist ja ein Ding. Ja, wenn ich heute auf einem Bauernmarkt einen einfachen Marktstand aufstellen will, dann muss ich dafür Lizenzgebühren zahlen. Der Stand muss unfallsicher sein. Ich muss bestimmte Hygienevorschriften einhalten. Und dann kommen sie auch, um anzuschauen, wie, auf welche Art und Weise ich denn diese Produkte produziere, eventuell weiterverarbeite. Es hängt ein Rattenschwanz von Bürokratie dran und zusätzlichen Kosten, was den Einzelnen, wenn er dann überhaupt noch etwas verdienen will, in genau die gleiche Zwangssituation, das gleiche Hamsterrad führt wie den Sachbearbeiter eines Konzerns. Der hat vielleicht zusätzlich noch, das kommt auch sehr schön in dieser Doku raus, das Problem, dass er sich mit einer vollkommen sinnlosen, monotonen Tätigkeit befasst, die nur Teil eines sehr viel größeren Prozesses ist, dessen Anfang und Ende er nicht kennt. Also der hat niemals, das ist dann noch dramatischer, die Erfüllung zum Beispiel eines Obstbauern, der dann ein paar hundert Kilo Äpfel zum Markt schleppt. Ja, verstehe. Noch kurz zum Ende des Gespräches oder fast zum Ende des Gespräches. Es geht jetzt sozusagen wieder los. Man liest immer wieder Meldungen von wegen, ja, in einigen Kliniken wurde jetzt wieder wurde jetzt wieder empfohlen, diese Masken so zu tragen wie zu Hochzeiten. Es gibt jetzt, wird jetzt wieder von verschiedenen Varianten gesprochen. Nach wie vor werden die gentherapeutischen Injektionen immer noch empfohlen, trotz großer Schäden und Nebenwirkungen. Es wurden auch schon meines Wissens sehr viele neue Dosen davon bestellt, quasi für die Zukunft. Das heißt, es könnte jetzt quasi jetzt, wenn es wieder vielleicht ein bisschen kälter wird und dunkler, könnten wieder solche Geschütze aufgefahren werden und das könnte so quasi weitergehen in diese Richtung, oder? Also ich betrachte es wieder unter dem Gesichtspunkt der Psychologie und der Elektrizitätslehre. Ja, das, was wir erlebt haben diese letzten Jahre, war ja nicht wirklich etwas Neues. Schon 20 Jahre zuvor hat man diese Vorgehensweise in Südostasien mehrfach getestet. Und mit welchen Schlüsselworten oder was unter Das was? waren diese verschiedenen sogenannten Pandemien, beispielsweise in Korea und in anderen Ländern. Okay. Und das kann man dort sehr gut machen. Ich hatte ja vorhin gesagt, der Asiate hat eher so eine Art Kollektivbewusstsein, eine Kollektivpsyche. Der ist sehr, sehr viel leichter steuerbar. Also ich kenne nicht wenige, die viele Jahre lang in unterschiedlichsten Projekten und Branchen in China gearbeitet haben, bis zum heutigen Tage.
und dies ausnahmslos bestätigen. Mit dem Chinesen kann man fast alles machen. Also es gibt nur eine minimalistisch kleine, kritische, gegen das System gerichtete Minderheit. Und dadurch ist das sehr leicht durchsetzbar. Die Eintrittspforte dieses Systems in Europa ist übrigens Skandinavien. Ja, unsere Mitglieder, Vereinsmitglieder in Skandinavien, haben wir auch vereinzelt, die haben uns erklärt, warum es dort keinen Lockdown gab. Das braucht man dort nicht, weil die Bevölkerung dort diesen Hochtechnologien sehr, sehr aufgeschlossen ist. Die lassen sich gerne freiwillig chippen in einer immer größerer Zahl. Die halten gerne alle Distanzierungsregeln ein. Also die musste man gar nicht so disziplinieren, wie wir das jetzt zum Beispiel aus Deutschland kennen und anderen europäischen Ländern. Dort in Skandinavien war auch der Testlauf, so wie für die größer angelegten Pandemien in Südostasien, der Testlauf für das Thema Kitas und Aufzucht von Geburt an. Also man muss das Bild einfach nur ein bisschen größer fassen. Das sind alles, sagen wir mal, verschiedene Laborsituationen. Und insofern ist der Start der Pandemie vor den paar Jahren jetzt auf der gesamten Welt mit Zielrichtung vor allen Dingen auf Europa an sich, wenn man das in der Gesamtheit betrachtet, zu erwarten gewesen, als Teil einer großen konzertierten Aktion, die darauf abzielt, dass man die Kontrolle und die Abhängigkeit maximiert. So, und insofern brauchen wir uns nicht zu wundern. Und diese 3 Jahre, also es war zu erwarten im Gesamtbild, ich habe das Gesamtbild leider auch nicht gesehen, wäre es problemlos möglich gewesen, schon vor 10 Jahren, 15 Jahren zu sagen, der Startpunkt wird in Form einer Pandemie sein für diesen finalen Sprint. Und dann haben wir, was wollte ich jetzt noch ergänzen? Dann Wir waren bei haben wir, Skandinavien und bei China ja. und Ach so, ja, also es war, wie gesagt, der Vorlauf. Es war zu erwarten, dass es diese Pandemie geben wird und dass diese Pandemie, so wie das auch in Südostasien abgelaufen ist, so eine Art Beta-Version ist. Oder aus Sicht der Elektrizitätslehre gesprochen, es ist ein Stresstest für das System. Und dann schaut man, was funktioniert nicht. Ich erinnere an, wie ist das nochmal, Event 201, wenige Monate vor dem Start. wo sich auch Und einige Protagonisten sozusagen getroffen haben. genau, um das durchzuspielen in Form eines Planspiels, wie das ablaufen wird, wie man vorzugehen hat. Und ein solches Planspiel gab es ja auch dann danach bereits wieder. Daraufhin erfolgten, und daran ist erkennbar, dass es genauso weitergehen wird und dass man mehr Gas geben wird. Ob final, wird sich zeigen. Das kann sicherlich, also ich traue mir nicht zu, das einzuschätzen. Aber man hat dann anschließend die Verträge der WHO geändert. Man hat alle möglichen Regeln im gesetzlichen Seuchenhygienerahmen geändert. Also man hat die Feinjustierung, die Optimierung der vermeintlichen Legitimierung, EU-Verordnungen, Pseudogesetze, Gesetze machen Mächtige, sind Regeln von Mächtigen. Das ist also das viel bessere Wort für Gesetz. Das ist das korrekte Wort für Gesetz. Wer sollte Gesetze machen, außer diejenigen, die die Macht haben, sie durchzusetzen? So, damit wir mal Klartext haben über behauptete Demokratien auf der Basis eines Gesetzeswerkes. Also das könnten wir auch vertiefen und ich führe das als Nichtjurist mit Leichtigkeit vor, dass es lediglich ein Ordnungssystem für Untertanen ist und sonst nichts. So, also es ist alles feinjustiert worden, es ist ergänzt worden. Insofern ist mit Gewissheit zu erwarten, dass es wiederkommen wird und noch gewaltiger, wenn nicht irgendetwas anderes, Ungeplantes, von den Systembetreibern Ungeplantes dazwischen kommt. Naturkatastrophen könnten das sein. Könnte auch sein, dass das Klima sich ganz anders entwickelt als behauptet. Wäre übrigens auch ein spannendes Thema für uns, Sonnenfleckenaktivität und Steuerung des menschlich-psychologischen Verhaltens, sogar selbst der Börsenkurse über Sonnenfleckenaktivität. Also da kann schon irgendwas querschlagen. Wenn nichts querschlägt, wird es meiner Einschätzung nach das Ganze als 2.0 und sehr viel gravierender geben. Und die Rederei über Blackout und dergleichen ist auch nicht von ungefähr. Auch hier habe ich eine ganze Reihe interner Informationen von Beteiligten an damit verbundenen Projekten. Es spricht alles dafür, dass man in Europa die Lampen ausgehen lassen wird.
Und dass man einen wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen, psychologischen Schaden der Superlative anrichten will. Es zeigt alles auf Bürgerkrieg. Denn wenn man 18 bis 30 hochpotente, fickbereite, farbige Fachkräfte nach Europa schleust, dann in eine Gegend der Welt, in der Massenarbeitslosigkeit herrscht. Wer die Arbeitslosenstatistik allein in Deutschland liest, weiß, dass wir nicht nur 3,5 oder 4 Millionen haben, sondern 30 Millionen etwa Arbeitslose. Ja, man muss nur verstehen, wie die Arbeitslosenstatistik, die Monat für Monat herausgegeben wird, korrekt zu lesen ist. Nicht weiter schwierig, muss man nur tun. Also, das ist klar, dass das Zündstoff wird. Und zwar in dem Moment, das geht ja ganz einfach, indem man die Lebensmittelversorgung bedauerlicherweise vielleicht aufgrund eines Blackouts oder vielleicht aufgrund eines pandemischen Geschehens, was die Logistikketten zusammenbrechen lässt. Und es reicht für ein paar Wochen. Und wir haben bürgerkriegsähnliche Zustände wie in Zentralafrika, wo sich Stammesfehden zu blutrünstigen, jahrelangen Abschlachtereien hochschaukeln. Darüber Und haben wir auch schon Videos aufgenommen, die sind noch nicht erschienen, aber die werden wahrscheinlich nach dem Gespräch erschienen zum Thema Blackout und Krisenvorsorge, auch auf ein paar andere Sichtweise, also auch aus einer anderen Sichtweise oder Perspektive, als das sonst eher so klassisch betrachtet wird. Auch sehr, sehr spannend. Stimmt, darüber sprachen wir auch. Ja, und dann und zuletzt halt die hohe Wahrscheinlichkeit einer heißen Phase, eines juristisch gesehen dritten Waffengangs eines unverändert laufenden Weltkrieges. So, und dann haben wir, schwer vorstellbar, also ich kann mir das auch nicht wirklich vorstellen, das kann sich wohl keiner vorstellen, aber das wäre die anzunehmende Maximaltraumatisierung, nach der die feuchten Träume der industriellen Revolution 4.0, die so senile Typen wie Schwab seit Jahren propagieren, Wirklichkeit werden könnten. Okay. Und gebaut wird ja schon dafür. Stichworte C40-Projekt habe ich gerade gestern, vorgestern gelesen. Die Weltrettung, Klimaweltrettung von Bürgermeistern großer Städte weltweit. Es gibt ja viele Initiativen. Die 15-Minuten-Städte, alles das beginnt ja bereits. Man fängt ja an zu bauen. Das ist in Europa, Deutschland, das mit 8 Milliarden vorfinanzierte Projekt für eine Smart City von Amsterdam bis Dortmund und sowas. Also das ist ja alles schon im Aufbruch. Also wir brauchen, das ist der Vorteil dieser Zeit. Wir müssen uns nicht mehr fragen, ob wir in dieser Gesellschaft noch irgendwie leben können, als am menschlichen und an der spirituellen Entfaltung Interessierte. Die Frage stellt sich nicht mehr, sondern wir können jetzt, und das ist, finde ich, sehr vorteilhaft, das ist so ein richtiger derber Tritt in den Hintern, aufwachen, Augen reiben und auf geht's. Wie kann ich mein Leben auf eine neue Grundlage stellen? Und da habt ihr ja auch, da hast du jetzt so ein, habt ihr was ausgearbeitet oder du, so ein spezielles Angebot, vielleicht kannst du darüber noch was sagen. Das zielt quasi darauf Ja. ab, auch wieder mehr in die Richtung zu kommen, die eher wünschenswert ist vom, die dem Naturell des Menschen entspricht, sozusagen. Ja, die dem wirklich menschlichen Naturell entspricht. Das ist das, was ich als Symplonik-Alltagsbegleitung vor ein paar Jahren begonnen habe, Menschen wirklich im Alltag, in den konkreten Situationen, Neudeutsch würde man sagen, zu coachen. Also, welche Probleme gibt es in der Beziehung, in der Familie generell, mit den Kindern, mit der Erziehung, mit der Schule, mit dem Beruf, mit letztendlich all den täglichen Entscheidungen, bei denen wir wie selbstverständlich glauben, abhängig zu sein von Spezialisten, glauben abhängig zu sein davon, dass wir einen Pädagogen befragen müssen, einen Psychologen, zu einem Arzt gehen müssen, zu irgendeinem anderen Therapeuten. Wir haben ja nach und nach im Laufe an sich von nur vielleicht 100 bis 150 Jahren jede konkrete, praktische, naturbasierte Überlebenskompetenz abgegeben. Wir haben sogar unsere Identität, unsere Individualität verraten und haben uns in die Rolle eines Gesellschaftsteilnehmers, einer Person, einer Maske zwängen lassen. Mit der Folge, dass alle Krankheiten dieser Welt daraus entstanden sind, auch der ganze Lebensfrust, der explodierende Burnout, die immer kürzere Lebenserwartung, die wird kürzer. Es ist eine statistische Täuschung, dass man behaupten kann heute, wir würden länger leben. Es ist ein völliger Unsinn. Und das ist etwas, was wir mit der Alltagsbegleitung
auf eine sehr spannende und beeindruckend erfolgreiche, das wusste ich ja anfänglich, es war vor 3 Jahren ein neues Projekt und ich hatte bis dahin noch nie Menschen aus der Ferne angeleitet, anhand von konkreten Situationen, ihr Leben, ihr alltägliches Leben innerhalb erstaunlich kurzer Zeit oft sogar auf eine sehr viel entspanntere, kraftvollere, energiegeladenere Grundlage mit schwindenden Symptomen zu stellen. Und das ist das, was wir machen. Immer Problembetrachtung an Beispielen aus dem Kreis der Teilnehmer, akutes Thema. Wie ist das naturgesetzlich korrekt zu verstehen? Was halte ich daraufhin zu tun? Was ist mein Beitrag dazu, dass ich das Problem habe? Also welche Empfangsfunktion habe ich in einem Problem, um dann anschließend die erforderlichen Schritte zu gehen mit Richtung Lösung und festzustellen, ist ja interessant, es funktioniert. Und manchmal ist es sogar nur die Vervollständigung des Wissens, dass ich erkenne, dass es nicht um Schuld und Opfer und Täter geht, sondern darum, mit welchen Antennen, mit welcher Sendeleistung ich Teil an einem Problem bin und mich dann mit meiner Sendeleistung befasse. Wenn ich wütend und ärgerlich bin, bin ich das ja nicht irgendjemand anders. Jemand anders mag es in mir ausgelöst haben. Aber es ist meine Verarbeitungsstörung, dass ich mit dem anderen nicht klarkomme. Okay. Aus meiner Sicht sehr sinnvoll, sehr, sehr spannend, sehr spannendes Angebot. Und da gibt es ja auch, man kann sich das Ganze kostenlos anschauen, ne? Da gibt es ja so Infoabende Ja, und da kann man einfach also mal reinschnuppern. genau, also damit mir ist das immer wichtig, dass jemand weiß, worauf er sich einlässt. Ich möchte nicht so Entscheidungen aus Blindheit und vielleicht passendem Vorschussvertrauen. Wir machen immer zum Auftakt eine dreiabendliche Veranstaltung, also 3 Abende mit einem Workshop, in dem wir genau über diese Vorgehensweise sprechen, in 3 Abende, an denen auch Leute zu Wort kommen, die als ehemalige Teilnehmer schon ihre zum Teil sehr beeindruckenden Erfahrungen berichten, mit denen man sich unterhalten kann, nachfragen kann. Und wir werden auch die Wissensvermittlung, also den Rahmen ansprechen, den Verständnisrahmen, um den es geht, damit man das auch wirklich kompetent zu Hause umsetzen kann. Und dann passieren schon sehr, sehr erstaunliche Dinge. Also wenn jemand an der Schwelle steht, ins Hospiz zu gehen, zum Beispiel wegen einer finalen Krebserkrankung und entscheidet sich dann an der Alltagsbegleitung teilzunehmen, das ist jetzt ein Jahr her, ich denke an eine bestimmte Frau, die sich zum Interview bereit erklärt hat und die lebt heute noch, dann ist das spektakulär. Dabei ist das nicht das ist lediglich eine Veranschaulichung dessen, was möglich ist. Die meisten sind nicht tödlich krank, sondern sie haben die üblichen alltäglichen Probleme, haben vielleicht auch schon Burnout und andere Einschränkungen erfahren, Konzentrationsstörung, Energieverlust, Lustlosigkeit, Trostlosigkeit, graues, monotones Funktionieren im Alltag, alles das lässt sich ändern. Okay, den Link dazu packe ich in die Videobeschreibung und auch die deine Homepage oder eure Homepage. Und ansonsten denke ich, dass wir damit wieder ein wertvollen Aufklärungsbeitrag geleistet haben. Und ja, es bleibt weiterhin spannend. Ist wahrscheinlich auch generell sinnvoll, mit diesem Wissen einfach mal so diese Beobachterrolle einzunehmen und sich das Ganze möglichst so von außen mal Ja. anzuschauen, draufzuschauen und dann halt ja, danach dann die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Das ist ein sehr, sehr wesentlicher, wichtiger Nachsatz gewesen, Sören, finde ich. Diese Beobachterposition anzustoßen, halte ich für außerordentlich wichtig. Das ist das, was ich auch als erstes anzuregen suche, wenn die an sich sehr einfachen naturgesetzlichen Zusammenhänge, die sonst nur in der Physik und Chemie genutzt werden, für psychologische, für gesellschaftliche, für ganz normale alltägliche Dinge hergenommen wird, fange ich plötzlich an, Zusammenhänge zu erkennen, die immer schon da waren und die auch schon den Weg zur Lösung aufzeigen, wo der Betreffende immer wieder sagt, das gibt's doch gar nicht. Das ist so offensichtlich. Und es ist fast so, es erscheint mir so, als wenn bei vollständiger Sehleistung meine Augen und meine Ohren genauso versiegelt gewesen wären. Ich hätte es schon lange sehen können, wie das wirklich funktioniert und wie ich für mich meinen Weg heraus aus den Problemen finde.
Also das ist ein ganz entscheidender, enorm stabilisierender Ansatzpunkt, zu erkennen, zu beobachten und zu erkennen, aha, es ist ganz anders und ich hätte es schon lange sehen können. Das ist ein gutes Schlusswort, denke ich. Ich habe Und nur dein Schlusswort bestätigt. ja, also jetzt Du hast den, du hast es geliefert. ein doppeltes Schlusswort. Ja. Vielen Dank wieder, lieber Uli. Und ja, ich würde sagen, wir können uns verabschieden und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal, lieber Sören. Tschüss. Tschüss.